Ja, die Sommertour geht leider langsam zum Ende zu. Dabei war der David Hagemeister. David Hagemeister ist ja nicht nur ein erfolgreicher Raubfischangler oder Guide. Er angelt ja schon sehr, sehr lange auf Karpfen. Wir haben jetzt auch hier mit ihm was gedreht. Also es kommt so ein kleines Porträt über ihn, über die Arbeit. Ja, so ein Einblick in sein Leben. Ich bin froh, dass er dabei war, weil man lernt immer dazu, gerade bei so extrem großen Wasserfläche sollte man immer den Wetterbericht sich anschauen, und der schaut am Tag mehrmals rein und sagt, jetzt kommt Ostwind, Westwind, und gerade wenn man jetzt mit dem Boot verankert, man muss schon aufpassen. Ja, und jetzt soll heute Abend Windstärke von 8 kommen, also das sind 1,50 Meter hohe Wellen, vielleicht 2 Meter. Ja, und er sagt, Angeln ist kein Problem, nur man braucht halt eine neue Stelle oder halt auch ein anderes Gewässer. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und ja, ich mache noch einen Talk mit ihm. Es gibt ein Videotagebuch und da kommt noch auch mal das Thema mit den Haken aufbiegen. Warum brechen Haken? Ja, jetzt machen wir noch hier ein paar Tage und ja, da wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao.